heißt ihr, Kind? Glutal, Kommandantin der Draktür. Ihr wisst um uns? Ihr seid ein Volk erbitterter Krieger, wie Azeroth sie lang nicht mehr sah. Mit der Zeit könntet ihr so mächtig werden, wie wir einst waren. Einst? Was ist geschehen? Das Verlangen nach Macht birgt Gefahr. Wir waren blind gegen die Finsternis in unserer Mitte. Seht, die Dracheninseln. Nach unserem Aufstieg strebten wir Aspekte nach einem Leuchtfeuer der Hoffnung für die ganze Welt. Wunderschön. Metarion, mein General! Ja, wir alle hatten unsere Aufgaben. Geführt von Alex Trasser, unserem Gewissen und Herz, standen wir zusammen wie Geschwister. So schien es zumindest. Denn wir hörten das Flüstern der Verderbnis nicht, das einen von uns verführte. Als Dämonen unsere Welt angriffen, brachen wir Aspekte auf, um sie zu schützen, wie so oft zuvor. Ohne zu wissen, ob wir unsere Heimat je wiedersehen würden. Unser Bruder Neltarion führte unsere Verteidigung an. Doch zum ersten Mal war unsere Stärke unzureichend. Wir verzweifelten. Als Neltarion uns versicherte, mit unserer Hilfe eine Waffe für den Sieg schmieden zu können, vertrauten wir ihm. Wir kämpften erneut gegen die Dämonen. Doch Neltarion, der sich fortan Todesschwinge nannte, richtete sich gegen uns. Diesen Verrat konnten wir nicht erahnen, denn wir wollten es nicht wahrhaben. Auch nach all dieser Zeit schmerzt sein Verrat viel mehr als die Narben, die wir davon trugen. So kenne ich meinen Anführer nicht. Wer sagt, dass ihr ihn nicht provoziert habt? Viel entging euch in eurer Gefangenschaft. Doch die Sande der Zeit enthüllen alle Wahrheiten, Kind. Auch die bitteren. Traut euren Augen. Als die Champions von Azeroth Todesschwinge zuletzt bekämpften, war er so vom Wahnsinn vereinnahmt, dass er nicht ahnen konnte, was wir opfern würden, um ihn aufzuhalten. Dass die Waffe, die wir gemeinsam mit ihm schmiedeten, sein Untergang sein würde. War das der einzige Weg? Er hätte diese Welt vernichtet. Um ihn aufzuhalten, gaben wir unsere Macht auf. Unsere Unsterblichkeit. Unsere Rolle als Wächter Azeroths. Ein fairer Tausch, finde ich. Ihr wollt etwas von mir, oder? Es ist meine Gabe und Bürde, die Pfade der Zeit zu bereisen. Doch ein entscheidender Moment blieb lange vor mir verborgen. Und nur ihr könnt mich zu ihm führen.